Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. Oh yeah. So, wir räumen mal so gut es geht unser Inventar auf. Auf jeden Fall, wir wollen heute einen Controller Slave machen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Cleanstone. 6 Redstone. Und ein paar Sticks. Und ich brauche auch noch 2 Nether Quartz. So. Zack. Zack. Ein Gold brauche ich noch. Und zack. Controller Slave. So, und damit können wir den ganzen Rotz, den wir aus der Mob-Farm bekommen, jetzt auch noch hier zu lagern. Hi Creeper! Das heißt... Wir machen vor, das haben wir gerade so. Sagen hier Insert und hier Extract Always Active. Muss ich jetzt ernsthaft noch einen neuen Drawer-Controller machen? Ja gut, dann machen wir noch einen neuen Drawer-Controller. Wir haben für den Notfall noch einen Controller-Slave. Können wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Ich finde es gerade komisch, dass das nicht mehr geht. Ich meine, das ist beim letzten Mal auch zugemacht. So, 4 Brass. Okay, das brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Was war das noch? Das war jetzt noch 2 Glas. Und eine Redstone Torch. Das da rein, das hier raus. Danke. So, zack. Okay. Was will er jetzt wieder nicht annehmen? Ist doch alles da. Also. Draw Controller. So, jetzt aber bitte. Zack. Ach, jetzt geht es. Wir machen das aber mal 4 hoch. Hier können wir ruhig alles an Draw reinballern, was wir brauchen. Also, ihr wisst welche, hoffentlich, wie ich das meine. Alles aus dem Draw reinballern, was wir haben. Weil Loot gibt es da schon genug, den wir rausbekommen. Und wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Void-Upgrades machen müssen. Alleine hier schon. So. Vor allem will ich das auch aufräumen müssen. Machen wir erstmal Void-Upgrades. Ich schätze mal, da werde ich mit 30 hinkommen. Ich meine, genug Drawer werden wir auf jeden Fall machen können, so ist es nicht. Ich meine, ich habe hier noch ein ganzes Barrel mit Jungle Wood. So und so. Zack.
32, machen wir auch mal. Komm, machen wir einfach auf Vorrat. So, auf Vorrat ist gut. Ich glaube, das wird vielleicht gerade so reichen. 32 Volt Upgrades. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was wir von dem Zeug, was wir da haben, ruhig wegwerfen können. Sulfur kann weg. Ah, das war jetzt sehr gut. So, Sulfur kann weg. Ich gehe mal gerade hier hinter. Machen wir kurz so. Damit ich nochmal die hier reinhauen kann. Zack, zack. Das ist ein Rare. Wir brauchen noch ein Legendary Uncommon und ein Epic. Schließen das einmal alles komplett ab. Und sagen wieder Always Active. Sortieren war ja hier schon immer ein Problem mit. Minizio Sense Wert ist sogar wahrscheinlich noch auffüllen. So, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Hier alles an Rüstungen. Machen wir einmal so. Sättel haben wir. Brauchen wir nicht. Ich hoffe, ich schaffe jetzt alles einmal, was wir nicht brauchen werden. Einmal ausgebeutet. Und wir haben hier immer noch. Dann Trick 57. Zack, zack, zack. Das ist ja, weil das klappt. So, dann sollte sich jetzt wirklich alles mal langsam entleeren. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und wie gesagt, das wird nicht reichen, was wir an Void Upgrades haben. Dann holen wir das doch noch hier raus. 29 in der Lilith, das ist super. Ja, ich würde sagen, ressourcenmäßig sind wir schon ziemlich gut ausgestattet. Und einfach damit es etwas besser wird. Machen wir nochmal ein paar Speed-Upgrades für die Truhe, weil die ist immer noch am Überlaufen.
Boah, ich muss auch gleich mal was zu trinken holen. Ich krieg einen trockenen Hals. So und so. Ah, da läuft doch schon mal besser hier. Schön schnell so. Wir wollen aber auf den besten gehen. Und vor allem würde ich diesen Prüll hier weg haben. Okay, jetzt weiß ich schon wieder, was ich falsch gemacht habe. Wir müssen nämlich hier raus noch einen Inverted Item Filter machen. Ist ja gerade scheißegal, dass da die Items gelöscht werden. Und das tun wir nämlich in die andere. Wir haben hier gerade so ein kleines Problem, das heißt zu viele Ressourcen. Oh. Zack. Mal schauen, hier Strings. Mal schauen, wo wir noch Platz machen können, was doppelt ist. Kohle habe ich gesehen. Okay. Alter. Wir haben echt viel zu viele Ressourcen gerade. 10 Blecker Lotus. Also ich muss sagen, so innerlich bin ich bei einem Abgrenzen, ne? Okay, wir machen jetzt aber nochmal schnell neue Drawer und auch Void Upgrades. So, das kann hier rein, das kann hier rein. Das kann weg. Das auch. So. Erstmal alles schön zu normalen Holz machen. Ich freue mich schon richtig, wenn wir ins Autocrafting gehen können. So. Halben Stack Truhen. Und dann noch so. So. Drei. Alter, wir haben gerade für einen Stack quasi fast 1000 Holz verballert. What the fuck? Wir haben sogar über 1000 Holz verballert für einen Stack Void Upgrades. Und wir brauchen noch neue Drawer.
so und so. Dann weiß ich ja, was ich nachher noch machen kann. Hoffentlich reichen da jetzt 8. Ich glaube, ich war jetzt gerade am falschen Ende sparsam. Komm, stecken wir jetzt gerade mit. Komm, du jetzt hoch. So. Die werden rausgefeuert. Die. Oh, ich hab mein Wasser einmal. Ein Wassereimer wollte ich noch holen, genau. Beziehungsweise ich hätte jetzt 2 holen können. Ich glaube, das wird echt nur so eine Folge, wo ich hier mit beschäftigt bin. So, was brauchen wir noch? 2, 4, 6, 8, 10. Drawer, okay. Aber dafür haben wir es dann fast geschafft. Draw, genau. Ist mir das gerade scheißegal, dass ich jetzt hier Jungle und Oak Drawer mixe, ne? Hauptsache, es funktioniert. So, 10 Stück haben wir. Und damit sollten wir dann alles haben, was wir brauchen. Und ich bin ehrlich, ich habe so ein bisschen Angst davor, was mich morgen hier erwarten wird. Kann raus. Zack. So, wie sieht das hier aus? Nee, irgendwas stimmt hier immer noch nicht. Wir müssen hier... Bar schauen machen. Enchantable funktioniert da nicht so ganz, weil wir ja auch verzauberte Sachen bekommen. Durability Bar schauen. Helfen mal ein bisschen nach. So. Wir sollten aber dann vielleicht da noch 2, 3 machen. Aber wir haben es jetzt gelöst. Die Truhe wird leer. Wie sieht das hier drüben aus? Diese MSG-Pills kriegt der nicht unter. Gut, wir machen dann gleich noch neue Drawer. Die mache ich dann aber, glaube ich, ohne euch. So. Und die kriegen einfach noch normal auf die Fresse. Sehr schön. Dann können wir es ja gleich... Ich hatte eigentlich vor, nach einer Folge noch Agricraft zu machen, aber ich glaube, wir haben noch was zu tun. Naja.
Schauen wir mal, was wir jetzt in der nächsten Folge machen. So ein paar Ideen habe ich schon. Unter anderem nochmal Dora. Ich glaube, ihr könnt das Wort bald auch nicht mehr hören. Ist da eine Tür? Nee, oder? Nee. Wie sieht das hier einfach beim Redstone aus? Ah ja, hier habe ich auch nochmal jeweils ein Speed-Upgrade reingetan, damit das sich hier ein bisschen auffüllt. Damit die schneller sind als der Rest hier. Mir geht das ja auch nicht nach Geschwindigkeit, mir geht es nach Funktion gerade. Wir wollen das Pack ja nicht schnell durchhaben. Wir wollen da schon was davon haben. Ich würde sagen, ich glaube, die letzten Raw mache ich sogar offscreen, damit ihr das nicht mal sehen müsst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.